Ob du das jetzt als Herzchakra bezeichnest, das ist an derselben Stelle, wenn du da mal, müsstest du mal anschauen, wo das Herzchakra lokalisiert ist. Wenn es direkt neben dem physikalischen Herzen ist, dann ist das richtig. Natürlich, es gibt diesen Chakras, ne? Und, aber ich bin da überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht gewandert. Es gibt so viele Dinge, ne? Und deswegen gibt es ja auch so viele Richtungen. Bei den Indern gibt es ja so viele Methoden, so viele Lehrer, so viele Sachen, ne? Und das heißt ja nicht, dass das ist alles Humbug ist. Das ist Humbug, ne? Und die haben was ausgefunden, ne? Und die erzählen das den Schülern, ne? Und die Schüler machen das, ne? Und finden, ja, das stimmt. Und dann folgen sie. Der Arme Buddha ist ja auch als erster zu den Meeren gegangen, die Jhanas erklärt haben. Die erste Jhana, die Rupa Jhanas, die ersten vier unteren Jhanas, dann die oberen Jhanas. Das hat er auch bestimmt. Ne? Aber dann hat er auch gesehen, das ist nicht der Weg raus. Und dann hat er 7 Jahre lang gefastet. Und dann hat er gesehen, das ist auch nicht der Weg raus. Also vollkommene Askese ist auch nicht der Weg raus. Nur die Jhanas ist auch nicht der Weg raus. Und dann hat er vom mittleren Weg gesprochen. Interessant. Westlichen Menschen oder die, ich kritisiere nicht die westlichen Menschen, ich kritisiere die Einstellung. Wenn ich denke, ihr werdet es nicht wert, dass mich euch unterrichtet, ne? Wenn ich da sitze und es versuche. Kritik ist doch immer nur dazu da, um auf etwas hinzuweisen. Hinzuweisen, dass etwas verbessert wird. Das heißt doch nicht, wenn ich Kritik an etwas ausübe, dass das vollkommen schlecht ist. Ne? Das ist ein Punkt, der verbessert werden muss. Auch voll fertig. Wir haben beide Sachen. Wir haben gute Eigenschaften und wir haben schlechte Eigenschaften. Wenn ich das generalisiere als Westliches, dann ist das meine Erfahrung von den letzten 7 oder 8 Jahren. Oder auch teilweise von meiner Erfahrung im Westen. Dann generalisiere ich das, ne? Weil ich das mehr oder weniger so gesehen habe. Aber das heißt nicht, dass ich damit irgendwann mal dazu hingehen kann und meine Meinung ändern, wenn ich etwas anderes finde. Wenn ich sage, wenn meine Erfahrung 5 Jahre lang war, dass die Amerikaner dumm waren und das dann nicht verstehen können,
Dann habe ich jetzt so vor 3 oder 4 Monaten meine Meinung geändert, weil ich plötzlich gesehen habe, aha, das sind welche, die verstehen das aber ganz gut. Und wie von der Erfahrung her, die letzten 5 Jahre, da kamen Leute, die aus Australien kamen oder aus Amerika kamen, die waren dermaßen verblendet, dass das man da nichts mehr machen kann. In dem schönen Sinne des Wortes Gau. Was ist Gau auf Deutsch? Das weiß ich nicht. Stumpf. Ja. Stumpf. Ja, ja. Stumpf im Sinne von dumm. Aber dumm ist ein bisschen zu heftig, ne? Stumpf. Vollkommen abgestumpft, also nicht fähig sein, kritisch zu unterscheiden, sowas in dem Sinne. Aber das heißt doch nicht, dass es so anders ist. Das, was ich gestern gedacht habe, ne, das ist klar. So sehen uns andere Menschen. Wenn wir über Deutschland reden, das sind die Sachen, die mir an mich herangetragen worden sind, als ich in anderen Ländern gelebt habe. Ja, also weiß es doch, ne? Und weiß ja auch, was wir über andere Nationen sagen, oder wie wir über andere Nationen sagen. Was heißt das? Gar nichts heißt das. Das heißt jetzt vielleicht, dass die Masse, ne? Wirklich vielleicht so denkt, ne? Aber die Masse sind ja nicht alle. Wenn man sagt, alle Deutschen haben Hitler unterstützt, dann stimmt das auch nicht. Die Masse hat Hitler unterstützt. Ne? Aber nicht jeder Deutsche hat damit übereingestimmt. Ne? Genauso haben sie, als sie Kohl gewählt haben, hat ja auch nicht jeder damit übereingestimmt, dass Kohl gebracht ist. Wie heißt das, Ministerpräsident oder was auch immer? So lange weg, 15 Jahre weg und schon alles vergessen. Haben ja auch nicht alle damit übereingestimmt. Sondern die Mehrheit hat ihn gewählt, okay, ne? Also Mehrheit. Ne? Aber es gibt so gewisse Tendenzen, wo ich sagen kann, das ist das, was ich beobachte. Ne? Dass wir normalerweise wenig Respekt haben oder im Normalfall nicht so großzügig sind. Oder keine Dankbarkeit. Kann natürlich auch diese Formel kann natürlich auch wieder übertrieben werden zu einem vollkommenen unkritischen Sehen von Menschen. Das ist ja auch wieder nicht gut. Aber zu kritisch zu sein ist auch wieder nicht gut. Das führt uns wieder zurück auf den mittleren Punkt. Weder zu kritisch noch zu unkritisch. Es ist immer eine ständige Balance, wie bei unserer Meditation auf das Buddha oder auf den Atem. Es ist eine ständige Balance. Jetzt sind wir zu. Das ist ein Acht auf dem Seil. Und in einem Moment neigt man zu sehr nach rechts und dann müssen wir nach links gegen agieren. Im nächsten Moment neigt man zu sehr nach links, dann müssen wir nach rechts gegen agieren. Das heißt weder, dass das Linke das Richtige ist oder das Rechte das Richtige ist, sondern das ständige Balancieren ist das Richtige. Ständig zu sehen, dass man gleichlos ist. Dass man weder über noch unterreagiert. Warum glaubt ihr, woher kommen die ganzen Regeln für die Mönche? Weil sich Mönche falsch verhalten haben. Zur Zeit des erhabenen Buddhas. Am Anfang gab es überhaupt keine Regeln für Mönche. Und dann haben Mönche sich falsch verhalten. Und wer hat es gesehen? Die Laien haben das gesehen. Die Laien sind zum erhabenen Buddha hingegangen und haben sich über die Mönche beschwert. Und dann hat der erhabene Buddha entschieden, ja, das ist nicht richtig, also lass uns eine Regel dafür machen, dass die Mönche das nicht mehr machen dürfen. Toll. Ohne das Zutun der Laien gäbe es die Mönchregel nicht.
ohne Korrektur. Ich muss langsam. Ich merke, wenn ich Deutsch rede, mir fehlt sehr viel. Einfach die ganze Wortbasis. Korrektur. Hauptsächlich rede ich Thai und dann ab und zu rede ich Englisch. Und Deutsch ist vollkommen runter. Aber das kommt über 3 Monate in Deutschland und dann ist es wieder einigermaßen. So, die Korrektur kommt von Lai. Das, was Hara gestern gemacht hat, hätte sich kein Teil getraut. Ja, ich fand es vollkommen richtig. Wenn ich einen von euch erwische, ne, dass der abends nach dem Kindel werden, wenn die Hühner aufhören, wenn es wirklich still wird, wenn ich da einen von euch erwische, dass ihr in der Putti redet, dann werde ich euch jetzt wissen lassen, dass das nicht richtig ist. Ja, und wenn ich das mache, dann muss ich genauso dafür kritisiert werden. Und darauf aufmerksam gemacht werden. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Andere Dinge sind respektlos. Respektlos heißt ja dem Dhamma, das Gelehrte, keinen Respekt zu zeigen. Das ist Respekt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht jemanden dazu hinterfragen darf. Das ist nicht respektlos. Also wenn es nicht dazu benutzt wird, um jemanden niederzumachen. Aber jemanden zu hinterfragen, was er denkt, was er macht oder wie er handelt, ne? Das ist vollkommen richtig. Also ich habe damit nichts dagegen. Ich habe dagegen nichts auszusetzen. Ne? Wenn ihr denkt, dass ich was falsch mache und ihr fragt, warum ich das so mache, oder warum ich euch das sage, ihr dürft das nicht machen und ich setze mich hin und mache das, ne? Und dann ist das für mich eine korrekte Frage. Im alten China musste der Kaiser sich genauso seinen eigenen Gesetzen unterwerfen wie die Bevölkerung. Der war nicht über den Gesetzen. Aber sehr interessant, das ist eine sehr, sehr interessante Form. Das glaube ich bei uns in Europa nicht gerade. Der König stand über allen Gesetzen. Aber in China eben nicht. Also wenn ein Gesetz ausgibt, dann müsste er sich diesem Gesetz genauso unterwerfen wie seine Bevölkerung. Und das heißt nicht, dass ich das jetzt damit anfangen kann, nur weil ich Lehrer bin, Dinge zu machen, die ich bei euch kritisiere. Dass ich natürlich andere Aufgaben habe als hier, das ist das andere. Das heißt nicht, dass ihr jetzt da hingehen könnt, ne, und ich dann zuhören muss, was ich dann zuhören soll, was ich dazu sagen. Das ist was anderes. So eine gesunde Passion von wie sagt man, gesunder Menschenverstand. Was ist richtig, was ist angepasst, was ist angemessen, okay. Das ist bei den Thais leider nicht so. Ne? Sehen wir einen Mensch, dann ist das so, was auch immer, der Mensch macht das richtig. Dann wagen sie nicht, das zu nicht zu produzieren. Das ist zu sehr. Über. Das ist dann auch wieder nicht gut. Ne? Das hilft nämlich dann den Menschen, Schlechtes, in eine schlechte Richtung zu gehen, ohne dass sie ein Gegengewicht haben, wenn sie keinen Lehrmeister haben, wie kann man das machen. Ja? Aber
meiner Beobachtung nach entspricht das auch dem gesamten Gesellschaftsbild, oder auch der König, unantastbar. Meine Frage ist, ist hier auch ein Vater oder eine Mutter als Respektsperson auch unantastbar? Und ich habe so das Gefühl, das ist hier alles noch sehr autoritär und. Ja, und das hat aber auch seinen Vorteil, ne? Das hat Vorteil. Deswegen habe ich es doch gerade gesagt. Ne? Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Wir haben nicht das dreckige Wasser ausgeschüttet, sondern wir haben das Kind gleich auch mit ausgeschüttet. Wir haben nämlich den Respekt vollkommen vernichtet. Und das ist auch wieder nicht gut. Ne? Weißt du, wenn wir zum Beispiel den Respekt vor den Eltern, wenn ihr das Leben innerer Werte gelesen habt, dann werdet ihr sehen, wie Tenzin Mahapur das macht. Und in diese Art und Weise kann man Respekt vor den Eltern haben, egal was sie uns getan haben. Man muss aber auch ein bisschen Mitgefühl haben. Und man muss auch ein bisschen von seiner eigenen Überzeugung loslassen und sagen, ich bin nicht perfekt, also meine Eltern sind auch nicht perfekt. Kann ich Ihnen den vorwerfen, dass Sie Fehler haben? Nein. Also, gut. Ja, gut. Ich kann Ihnen, ja, natürlich. Ich kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie Fehler haben, weil ich selber auch Fehler habe. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen dankbar sein für das, die Zeit, das Geld, die Arbeit, die Sie aufgeopfert haben, um mich groß zu ziehen. Dass sie nicht alle Dinge richtig machen. Dass sie mich mal schlagen oder dass sie mich mal runtermachen, nur einfach, weil es ihnen auch nicht gut geht. Sie wissen, wie einfach das ist. Brauchst du nur eine Partnerschaft anzuschauen. Einer hat schlechte Laune und dann kommt der andere an und kriegt gleich eins über den Weg. Nachher fühlt man sich ein bisschen, scheiße, das war einfach nicht so gut. Ne? So, jetzt kannst du deine Arbeit machen. Mein Vater ist, also ich wollte noch zu meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich habe ja nun Kinder großgezogen und habe in mancherlei Hinsicht, wenn meine Kinder in Anführungsstrichen undankbar waren, habe ich auf einer so Erinnerungsflash an meine eigene Kindheit gehabt, die ich gegenüber wunderbar. Meinen Kindern war. Das wunderbar. War. Aber ich wollte jetzt nochmal ein kleines praktisches Beispiel nehmen. Also wenn mein Vater, er ist jetzt 86, in echt, ja? Wenn er also noch so Ausfälle kriegt, dass er meint, in meinem Leben kritisieren oder rumrühren zu müssen, eine Watsche tut mir leid. Nein, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Du wirst als Eltern, wirst du die Kinder, selbst wenn du 60 Jahre oder 70 Jahre bist, ich bin noch immer, mit 53 Jahren bin ich immer noch das kleine Martinle. Ja. Immer noch. Und das werde ich bis zum Tode bleiben. Und ich finde das einfach köstlich. Ich finde es amüsant. Die Eltern hören dann auf. In dem Moment, wo du aus dem Hause gehst, hört die Erinnerung der Eltern auf. Und wenn du wieder zurückkommst, egal ob das 20 Jahre später ist, die Erinnerung ist, als ob du gerade das Haus verlassen hast. Und im Grunde genommen, für uns als Praktizierende, ist das wunderbarste Feld, um unsere Gleichmut zu prüfen. Nicht um unserem Vater eine Watsche zu haben. Das heißt nämlich, er sagt uns etwas, wo wir immer noch drauf reagieren. Anstatt dass man dann hin zurückgeht, lieber Opa oder lieber Großvater oder lieber Vater, danke dafür, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass da bei mir noch eine Empfindlichkeit ist. Ich will nämlich nicht, ich bin nämlich schon groß und erwachsen und will mich nicht als kleiner Bub sehen.
Dankeschön, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass ich da noch eine Empfindlichkeit habe. Ganz andere Umgangsform. Was er denkt, wie er handelt, wie er fühlt, ist sein Bier. Wie wir reagieren, ist unser Bier. Und es ist eine Form von Respektlosigkeit, egal was man sagt. Man muss einfach Mitgefühl haben. Und was wir damit gemacht haben, ist nicht mehr, dass wir unsere Eltern aber im bestimmten Alter ins Altersheim geschoben haben und sagen, sondern wir haben die ganze Weisheit, die über das Lauf von Leben, wie wir im Laufe des Lebens sammeln. Und das weißt du jetzt wahrscheinlich jetzt auch, weil du auch schon ein bisschen älter wirst. Man sieht Dinge anders nach 50 Jahren von Leben. Damit schmeißen wir diese Erfahrung, diese Weisheit in den Abfall ein. Und das ist eine Form von Respektlosigkeit. Früher, wenn du jetzt überlegst, früher wie unsere ganze Gesellschaft, ne? Und das war gerade mal 200 Jahre früher, der Älteste in der Familie war derjenige, den man um Rat gefragt hat. Und warum? Weil er die längste Lebenserfahrung hatte. Es waren immer die Älteren. Ja? Was haben wir gemacht? Das hat uns nicht in den Kram gepasst. Und dann haben wir sie abgeschoben. Und damit haben wir die ganze Lebensweisheit im Grunde genommen abgeschoben. Und jetzt schau dir das an, was in den Firmen passiert. Der Ingenieur, der erfahrene Ingenieur, 30 Jahre Erfahrung, weiß, wie Dinge funktionieren. Da kommt ein junger Student von der Hochschule und der ersetzt ihn. Sagt, das ist alles kalter Kaffee. Hat überhaupt nichts mehr zu tun. Die ganze Erfahrung, selbst bei einem 50-jährigen Ingenieur, wird weggeschmissen. Das Neue, nur das Einzige, das Neue zählt. Schnelle Ziele. Und schnell, was auch immer. Und ist das richtig? Führt es uns nicht ständig immer mehr in Schwierigkeiten? Die ganzen alten Gesellschaften haben immer einen Ältestenrat gehabt. Und nicht ohne Grund, weil die Leute mit der, das heißt nicht, dass jeder, der alt geworden ist, eine Lebensweisheit hat. Das muss es nicht heißen, ne? Aber die Lebensweisheit, einfach über im Laufe von 50 oder 80 Jahren, ne? Man sieht, wie die Dinge laufen, man weiß, ne, dass jetzt nach 7 Jahren Dürre, ne? Wissen Leute, ne, die 100 Jahre leben, ne? Ja, da kommt auch wieder Regen. Ne? Da muss man jetzt nicht gleich die Sachen packen und weiterziehen, sondern wir wissen es. Aha, okay, wir warten ein paar, dann kommt wieder Regen und dann kommt wieder das und dann kommt wieder das und dann kommt wieder das. Einfach aufgrund von unserer Lebensweisheit. Lebenserfahrung. Ne? Und da können wir im Westen radikal in den Abfall einbringen. Und es kann nicht zu guten führen. Das ist das Einzige, was ich sage. Und Eltern ist für viele, gerade für uns, ein schwarzes Tuch. Weil die kennen alle unsere Schwächen von unserer Kinder. Und niemand kennt unsere Schwächen oder unsere Empfindlichkeit besser als unsere Eltern. Deswegen sind wir immer ganz problematisch. Ist es immer ganz problematisch. Ich weiß es aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe 5 Geschwister. Ne? In dem Moment, ne, wo wir zusammen mit unseren Eltern mal zusammen gewesen sind, kamen die ganzen Empfindlichkeiten hoch. Wenn wir nicht mit unseren Eltern zusammen waren und mit den Geschwistern und das sich verwachsen. Das wird ganz anderes Klima. Die Eltern haben uns nämlich erzogen. Wenn sie uns erzogen haben, dann kennen sie uns ja auch unsere Schwächen. Und kennen auch unsere Stärken. Deswegen sage ich nicht, dass alle Eltern gut sind. Das heißt nicht, aber die haben ihre Stärken und Schwächen. Und wir haben unsere Stärken und Schwächen. Und deswegen können wir doch nicht jemanden verurteilen. Ne?
Und das Beste ist natürlich, du kommst in die Situation, wo du selber Eltern bist. Du meinst es. Es ist nicht einfach, du hast nämlich auch deine Fehler. Du kannst nicht alles perfekt machen. Weil ich glaube, dass Kinder auch das bessere Wissen noch haben. Natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Ist doch schön. Ja, wenn wir das wissen, ja, dann können wir doch daraus lernen. Ne? Die machen nämlich, die kopieren uns 100%. Und das ist, warum wir so fuchsig sind. Erstmal haben die ja genau das Gegenteil. Nein, die meinen überhaupt nicht. Nein, die meinen überhaupt nicht. Das ist deine Frage. Nein. Die meinen noch gar nichts. Die sind noch nicht in der Lage, das so zu verarbeiten, wie wir das zu verarbeiten sind. Die kopieren uns einfach. Denn die sind noch nicht bösartig, die Kinder. Wenn du denkst, die Kinder sind von Anfang an bösartig, natürlich mag es das eine oder andere schwarze Schaf geben. Das sagt ihr Vater, ne? Im letzten Leben war ich der Vater und jetzt bist du der Sohn. Und jetzt bin ich der Sohn und jetzt zeige ich dir, wie das ist. Mag vielleicht in einem einen oder anderen Fall mal passieren, ne? Aber im Normalfall nicht. Die kopieren uns einfach nur und zeigen uns nur den Spiegel uns von unserem Selbst, ne? Und genauso ist es mit Schülern und Lehrern, ne? Wenn du wirklich praktizierende bist und sagst, was kann ich jetzt aus dieser Situation lernen? Nicht den anderen dafür verantwortlich machen, dass er die Situation hervorruft, sondern sehen, die eigene Situation, was kann ich daraus lernen? Dann bist du immer im Positiven. Dann hast du weder negative Gefühle gegen die andere Person, die das hervorgebracht hat, sondern du bist immer Herr über die Situation. Was kann ich daraus lernen? Was zeigt es mir? Die Welt als Spiegel unserer selbst. Nicht nur die Kinder. Kinder sind natürlich ein sehr guter Spiegel. Aber auch unsere Freunde sind guter Spiegel. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich zeige dir, wer du bist. Wir wählen nämlich unsere Freunde dementsprechend aus. Wir sind mit diesen Personen zusammen. Aus gewissen bestimmten Gründen. Kommt doch alles besser. Die Welt als Spiegel unseres Lebens. Wie die Leute auf uns reagieren, zeigt uns unsere Empfindlichkeit. Und dann können wir davon lernen. Und eins nach dem anderen, eins diese Probleme nach dem anderen rausreißen. Wie Unkraut. Ja, wenn jetzt jemand, ne? Aber das so sind halt die Deutschen. Ne? Du lädst jemand ein, du hast einen schönen Garten, ne? Und der zeigt mit seinem Finger, da ist ein Unkraut, da ist ein Unkraut, da ist ein Unkraut, oder langt mit seinem Finger über den Tisch und zeigt uns und hält uns den Staub oder den Dreck unter dem. Das ist deutsch. Ja, wenn es liebevoll gesagt ist, ist es okay. Ja, ist doch egal, wie es gesagt wird. Er weist uns auf etwas hin. Mein Vater war toll. Ich kann mich nur erinnern, meine Mutter hat geweint. Ne? Den ganzen Tag Hausputz gemacht. Das Haus war picobello. Ne? Mein Vater kommt nach Hause von der Arbeit, sieht, scheint es nicht zu sehen. Natürlich hat es gesehen. Ne? Geht schnurstracks zu einer Stelle unter der Lampe hin. Macht seinen Finger, tut seinen Finger in den Staub und hält ihn meiner Mutter unter die Nase. Natürlich, meine Mutter ist ausgerastet. Und dann stell dir jetzt vor, du hast so einen Vater. Und mit seinen Kindern ist er genauso. Für mich war das das Beste. 20 Jahre lang habe ich das nicht verstanden. Und habe gegenüber ihm unangenehme Gefühle gehabt.
Mit 21, wo ich zum ersten Mal mich abgesetzt habe, ne? Studiert, mal weggegangen und weggezogen bin. Ne? Habe angefangen, darüber zu reflektieren. Und 4 Jahre später habe ich verstanden und war ihm dankbar dafür. Er hat mich nämlich auf eine Art und Weise erzogen, die mich die Dinge sehen lässt, die ich normalerweise nicht sehe. Ah, man kann nämlich die Dinge auch so sehen. Dass das hart ist für ein Kind, dass das hart ist für die Mutter, dass das auch eine ganz andere Sache ist. Und wenn es unfair ist, dann kriegen das die Kinder mit und die Mutter mit. Aber das war das kann ich meinem Vater nie unterschreiben, dass das unfair war. Der hat es nie aus Hass gemacht. Der hat es nie aus Übelwillen gemacht. Aus Übelwollen gemacht. Sondern er ist einfach nur so, schau mal, das hast du vergessen. Ja, so kann man es sehen, ne? Und es ist doch positiv, ne? Weißt du, das ist, ich sag doch nicht, dass es einfach ist, ne? War für mich nicht einfach, ne? Was auch immer ich gemacht habe, ne? Ich hatte angefangen, ne? Das ist für eine schlampige Arbeit. Das habe ich gesagt, Schlamp. Du Schlamp. Du Schluder. Was auch immer gemacht, ne? Dann fängt man an, sich anzureden. Dann fängt man an, böse Gedanken zu haben. Dann fängt man an, Übelwollen zu haben. Ne? Aber es war halt, weißt du, das war gang und gäbe zu der Zeit. Ich glaube, das kannst du dich wahrscheinlich auch dran erinnern. Ich bin 57, ja? So, Harald kann sich, der Franz kann sich auch dran erinnern. Das war gang und gäbe. Das war einfach so deutsch. Typisch deutsch, ne? So hat er auch seinen Betrieb geführt. Aber er hat nie etwas zugelassen, was korrupt ist. Er hat nie aus Übelwollen reagiert. Wir haben meinen Vater nie aus Übelwollen uns schlagen sehen. Aber wenn uns dreimal was gesagt hat, ne, was wir nicht machen dürfen, und wir haben es das dritte Mal gemacht, dann das, so. Und schön vertreten. Das war ganz klar und einsichtig. Ne? Im Grunde genommen, das war das logisch. Ne? Das musste kommen. Ne? Wir haben es so gemacht. Warum haben wir es gemacht? Weil wir es machen wollten. Ne? Warum haben wir uns dagegen aufgeregt? Wieso, wenn der das sagt, ne? Dann mache ich trotzdem, das will ich nämlich machen. Und wie kann man jemanden, ne? Ein Kind wird geformt, das ist doch ganz klar. Ne? Und wenn es weiß, ne? Das ist, bekommt, ne? Wenn wir später erwachsen sind und wir handeln gegen die Gesetze des Staates, ne? Dann wissen wir doch auch, dass die Strafe auf uns zukommt. Ne? Fangen wir an zu stehlen oder fangen wir an, Leute zu verletzen, dann wissen wir doch auch, dass irgendwann Strafe, wenn wir erwischt werden, eine Strafe auf uns zukommt. Wie gesagt, mit 25 habe ich dann meinen Vater verstanden und mit 28 Jahren habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe gesagt, ich bin dankbar für deine Erziehung. Und als ich hier ins Kloster ankam, da war ich ihm noch mehr dankbar, weil ich nämlich gesehen habe, mein eigener Lehrmeister ist genauso. Und dann hatte ich natürlich die beste Vorbereitung. Ich habe ihn gesehen und habe gedacht, das ist ja wunderbar. Ich bin da in meiner ganzen Jugend schon vollkommen durchgegangen. Ich habe überhaupt keine Probleme damit gehabt, während andere da vollkommen Probleme damit haben. Oh ja. Weißt du, du bist in Thailand, ne? Du hast einen gewissen, man hat gewiss, genauso wie wir so über Frankreich oder England, ne, ne? Kommen wir nach Thailand, haben wir gewisse Prejudice, also Vor, wie heißt das Prejudice? Ja. Vorurteile, ne? Haben wir gewisse Vorurteile. Ne? Ich kam hier an, in das Kloster, ich war kaum eine Woche da, und dann habe ich gesagt, das ist deutscher als deutsch. Das ist sauber, du kannst von dem
Du kannst von dem Boden, von dem Taler kannst du essen. Toiletten, du findest da keine, die nicht sauber ist. Das Watt, das ist sauber. Picobello. Alles in Ordnung, in Ordnung. Ne? Das ist nicht, es gibt nichts, was deutscher ist als das. Ist doch interessant, oder? Das zeigt nämlich, und das hat mir dann gezeigt, es gibt deutsche Qualitäten, die mit Hilfe oder im Einklang mit dem Dhamma stehen. Das ist ja wunderbar. Also muss man diese Qualitäten nehmen und in die richtige Richtung lenken. Dann kommen wir dann auch zum richtigen Dhamma. Faulheit war bei uns als Deutschen nie angesagt. Ne? Immer fleißig sein, Dinge ordentlich machen und hundertprozentig machen. Ja, wunderbar. Fängt man das mit dem Dhamma an, ja, dann kann man nur noch Erfolg haben. Man muss mal einfach mal die Dinge umkehren und mal von einer anderen Art und Weise zu sehen. Ja, wunderschön, ne? Und selbst wenn dann die Mutter dann nach zu einem sagt, ach Martin, wenn du 50 Jahre alt bist, das ist doch köstlich, ne? Und dann kommst du dann her, ich komme als Mönch zurück nach 7 Jahren, ne? Und dann ruft eine Frau, die mich kennt und die mich als Mönch kennt, ruft an bei meinen Eltern und will mich sprechen. Ne? Und dann sagt er, ob sie den ehrwürdigen Martin sprechen kann. Meine Mutter, da ist die Leitschen auf dem Gesicht gefallen. Hat sie Runde geschluckt, hat mich geholt, ja, aber das konnte sie dann nicht lassen, nachdem das Telefon gesprengt hat. Hat sie mich angeschaut. Wieso bist du ehrwürdig? Ganz einfachen Grund, ne? Damals war ich 7 Jahre auf Mensch. Seit 7 Jahren habe ich nichts mehr Schlechtes getan. Habe ich versucht, jede schlechte Eigenschaft in mir zu vernichten und alle guten Eigenschaften in mir zu verbessern. Ich habe nicht gegen die 5 Tugendregeln, nicht nur gegen die 5 Tugendregeln verstoßen, sondern gegen 227 Regeln nicht. Aus diesem Grunde bin ich einfach ehrwürdig. Ich bin würdig der Ehre, dass ich das einhalte. Dass ich keinem Lebewesen Leid zufüge. Dass ich nichts nehme, was mir gegeben worden ist und so weiter. Machst du das, liebe Mutter? Nein. Da war es ehrlich, ne? Na, verstehst du, warum ich ehrwürdig bin? Ne? Man muss den Leuten nicht erklären, ne? Das heißt, wir verstehen das. Wenn dann der vor allem mit der Mutter hatte ihr Kind noch als Mathe-Mensch. Und dann jemand anruft und will den ehrwürdigen Martin sprechen, dann ist das ein kleiner Schock, ne? Aber es kann, hat dann noch was Positives ausgelöst. Er hat nämlich dann angefangen, mich ein bisschen ernster zu nehmen, als er das vorher gemacht hat. Oh, viel Polizei. Die Prinzessin oder die Prinzessin?
Ich fand es nicht so toll. Ich war keinen Monat da in Amerika. So deutsch, es gibt nichts Deutscheres als diesen Tempel hier. Und du bist mitten in Thailand. Und gehst in diese alten Waldklöster, ne, wie aus der wirklichen Tradition, immer wieder gesagt, ordentlich, sauber, pünktlich. Was hat denn mit dir zu tun? Na, und natürlich können uns die anderen das belitteln oder belästern darüber, aber das heißt eine ganz gute Eigenschaft. Und wenn wir die in die richtige Richtung anwenden, dann muss der Erfolg kommen. Wir haben das gemacht, ne? Nachdem wir gar nichts mehr hatten nach dem zweiten Jahr. Wir sind zur ersten Wirtschaftsweltmacht geworden. Wir haben das aus dem Staub aufgebaut. Wie? Mit Hilfe dieser Eigenschaft. Damit haben wir, wenn Nachbarn Hilfe gebraucht haben, haben wir eben noch geholfen. Die Leute haben sich gegenseitig wirklich geholfen, ne? Diese Trümmer dazu beseitigt. Ne? Wenn der eine seine Wohnung hat, hat der andere dem anderen geholfen, seine Wohnung zu haben. Ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Oder? Doch, gibt's noch, oder? Ha? Es gibt ganz viel, man muss noch mal durchschauen, dass wir alle verkommen. Aber es gibt's nicht mehr in diesem großen und ganzen. Sind wir wirklich an der Praxis interessiert? Solange wir irgendwelche Probleme mit unseren Eltern haben, schauen wir da rein. Und reißen es weiter. Und dann wirst du das nächste Mal sehen. Du kommst hin. Du kommst zu deinem 86-jährigen Vater. Und hast du die ganzen Probleme rausgerissen. Wirst du merken, der zieht er den Hut vor dir. Wir respektieren im Grunde genommen, ne? Wenn wir einigermaßen deutsch erzogen worden sind, respektieren wir etwas, wenn etwas gut ist. Wenn wir etwas Gutes im anderen sehen, dann respektieren wir das. Und was ich an meinem Vater respektiert habe, er war ehrlich. Für den war das überhaupt keine Frage, obwohl er vollkommen protestantisch war. Ob ihm eine andere Religion gehabt hat, den hat er genauso akzeptiert wie den Protestanten. Ob ihm eine andere Hautfarbe gehabt hat, ob ihm aus einem anderen Land gekommen ist, der hat mit uns am selben Tisch gesessen. Wenn jemand der Hilfe bedürftig war, hat er ihm sofort geholfen. Das waren Dinge, ne, die habe ich sonst in wenigen Menschen gesehen, aber in meinem Vater habe ich es gesehen. Da habe ich ihn immer dafür respektiert. Der hat einen afrikanischen Geschäftspartner hat er eingeladen. Er hatte allerdings seine Kinder noch nicht gekannt, ne? Die waren noch etwas klein. Wir sind hingegangen mit unserem Finger, haben versucht, die schwarze Farbe an. Er hatte sich dafür seine Kinder entschuldigt. Er hat gesagt, die wissen das noch. Und die denken, das ist der Schuh.
Aber der hat bei uns 3 Wochen lang gewohnt, ja? Haben wir unterm Tisch gegessen. Aber zu der Zeit, ne, war es schwierig für den Hotel zu bekommen. Ja? Und dann hat er ihn eingeladen in eine eigene Familie, ne? Und solche Sachen habe ich bei ihm bewundert. Auch so diese absolute Gerechtigkeit. Ne? Wenn der was kriegt, dann kriegt der auch was. Ne? Nicht, dass der eine mehr kriegt oder der andere weniger kriegt. Ne? Nur weil ich den einen besser mag und mehr mag, dann kriegt der mehr. Nein, das gibt's nicht. Der kriegt genauso viel wie der andere. Schöne Eigenschaft, ne? Ja, und klar, natürlich, ja. Wie ein preußischer Offizier, war Offizier. Aber Gott sei Dank ist er früh verwundet worden. Sonst wäre er in Leningrad verwundet. Okay. Man kann es interessant, über solche Dinge auch mal nachzudenken. Wirklich gesagt, ne? Also einfach von mir aus. Ne? Ich habe das dann immer wieder gemerkt, selbst nachdem ich also dann angefangen habe, dann zu respektieren. Das konnte ich allerdings erst nur, nachdem ich aus dem Haus war, nachdem ich das auf Distanz beobachten konnte. Ne? Das hieß nicht, dass ich, wenn ich nach Hause kam, also mit ihm, ja, eine Seele, ein Herz und eine Seele war. Nein. Ständig gab es Auseinandersetzungen. Ne? Weil er Dinge einfach anders gesehen hat als ich. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man nicht respektieren kann. Bei dem Beispiel auch nur auf den Punkt hingewiesen, wenn es zum Überdruck kommt. Also ich kann meinen Vater in seiner Person auch weitgehend schätzen und respektieren. Aber an dem Punkt des Überdrucks. Ja, und das ist ja der genau. Da vertrete ich halt die Meinung zu sagen, Stopp, Grenze. Ja. Aber wenn in dem Moment, weißt du, das ist Grenze. Da gibt es immer so wieder so Themen, wo ich eine Stunde drüber rede. Das Grenzen, das ist das, was wir uns setzen. Je enger wir uns die Grenzen setzen, umso begrenzter sind wir. Und wenn wir begrenzt sind, ist es was Positives oder was Negatives? Sind wir auf jeden Fall nicht frei. Weil wir müssen innerhalb der Grenzen, die wir uns gesetzt haben, leben. Haben wir keine Grenzen? Sind wir vollkommen frei. Wir können nämlich alles machen. Alles machen. Weil wir keine Grenzen haben. Setzen wir uns Grenzen? Dürfen wir das nicht machen? Das nicht machen? Das nicht machen? Das heißt, damit meine ich aber jetzt nicht die Grenzen der 5 Tugenden. Diese Grenzen sind hilfreich, um uns davor abzuschirmen, dass wir nach unten fahren. Gewisse Grenzen sind hilfreich. Ich meine jetzt geistige Grenzen. Grenzen heißt das nicht. Das können wir nicht machen oder das dürfen wir nicht zulassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Natürlich, mein Vater hat auch immer ständig reingeredet in dem, was ich gemacht habe. Er hat auch meinen Geschwistern ständig reingeredet. Und keine meiner Geschwister, na, ich habe 5 Geschwister. Ne? Und mein Vater, ständig haben sie mit ihm argumentiert, ständig haben sie mit ihm gestritten. Weil ich ihn ständig reingeredet habe.
aufgrund seiner Erfahrungen, er hat eine wahnsinnige Lebenserfahrung gehabt. Wirklich. 1924 geboren. Obwohl ich finde, die Generation hat auch das Manko gehabt, dass sie gefühlsmäßig gedeckelt waren. Ja, natürlich war sie gedeckelt. Durch mehrfache Traumatisierung. Ja, klar. Ja, durch das, alleine durch das Dritte Reich. Das. Mutter auch, ne? Weinen sehen. Natürlich. Ja. Oh. Nicht am Anfang, weißt du, nicht als ich kleiner Junge war, ne? Ja. Sondern als ich erwachsen wurde. Habe ich häufiger weinen sehen. Manchmal, ne? Das war nicht immer, ne? Das musste dann, ne? Am besten war es, wenn du ein bisschen Alkohol getrunken hast. Ja. Und dann haben wir gewisse Fragen gestellt, ne? Gerade wenn man dann früher über den Krieg hat er nie erzählt. Ne? Später dann mal, wenn es ein guter Moment war, ne? Sind Tränen geflossen. Und dann hat er Dinge erzählt, ne? Auch über das Dritte Reich. Meine Mutter hat auch Dinge über das Dritte Reich erzählt, ne? Die mal gut, die unterhand bekannt sind, ne? Aber nicht offensichtlich. Ja, waren sie unbedeckt. Aber ich habe dann auch andere Leute, andere Menschen aus der Generation gesehen, die das vollkommen verdrängt haben. Die das nicht zugelassen haben. Die sich nicht daran erinnern wollten und die damit nichts zu tun haben wollten. Und das ist ganz anders. Das gibt es genauso. Ne? Kommt immer nur darauf an, wie der Mensch mit diesen Dingen umgeht. Ne? Und es kommt ja für uns genauso drauf an, wie wir damit umgehen. Sehen wir das als etwas, aha, okay, da ist ein empfindlicher Punkt. Und ich möchte nicht, dass mein Vater oder irgendjemand da in der Lage ist, diesen empfindlichen Punkt nochmal zu drücken, weil der wehtut. Also reiße ich ihn doch raus. Und dann sind wir wieder ein Stück unkonditionierter, wieder ein Stück freier. Dann können wir nämlich gewisse Dinge sagen, wo man nicht drauf aufpassen kann, kann der uns jetzt verletzen oder nicht verletzen. Freiheit wollen wir doch erreichen. Die geistige Freiheit, nicht die körperliche. Etwas zu sagen zu können, dass wir das Gefühl haben, was die Wahrheit ist, ohne dass wir befürchten müssen, es kommen andere her und köpfen uns oder kommentieren uns oder unterdrücken uns oder was auch immer. Sondern der Mahabo hat einmal gesagt, wenn die Regierung in Thailand das nicht mag, was ich sage, dann sollen sie mich doch aus dem Land rausschmeißen. Oder wenn ihnen das nicht passt, dann sollen sie mich doch die Klippe runterstellen. Aber deswegen sage ich trotzdem, was richtig ist und was falsch ist. Ja, wer von uns hat den Mut, das zu machen? Ne? Haben doch immer Angst, ne, dass da jemand kommt, ne, oder dass die Polizei kommt, oder die Gestapo, das war jetzt nicht mehr Gestapo heißt, sondern jetzt, wie heißt es, BND? Wie heißt die deutsche CIA? Was soll das? Was? Die Bundespolizei, was hat sich geändert? Hat sich was geändert? Ich weiß nicht. Auslands. Ja, irgendwie. Ja, das war das, es ist einfach nicht öffentlich, ne? In Amerika wissen wir, das eine ist der CIA, das ist im Grunde genommen nichts anderes als die Gestapo. Ne? Die macht genauso,
Also was da rausgekommen ist, die handeln mit Methoden, das ist also wie die Gestapo. Methoden. Wie die Gestapo, ne? Teilweise mit Drogen und mit physikalischen Druckzetzen. Ja, wo unterscheidet sich das denn? Ne? Das heißt, wenn man guten Herr haben, dürfen wir schlechte Methoden anwenden, wenn man schlechten Herrn haben. Methoden sind Methoden, ne? Du kannst das Messer dazu benutzen, dass jemand ins Herz zu bohren. Du kannst das Messer dazu aber auch benutzen, jemand die Kugel rauszuoperieren, damit er weiterleben kann. Das Messer im Feld hat nichts, ne? Damit zu tun. Aber Methoden, die irgendwelche Menschen, Lebewesen unter Druck setzen oder die tormentieren, sind keine guten Methoden. Sind jedenfalls nicht innerhalb der 5 Stufen drin. Also das ist schön. Als ich dann 2002, ne, als ich es ordiniert habe, oder bevor ich ordiniert habe, und gesagt habe, ich gehe nach Thailand, werde Mensch, habe mein Vater gemeint, asoziales Pack. Ich konnte nämlich nicht verstehen, dass jemand dann, also Bettler, ne, bist du Bettler, ne, und Bettler ist asozial. Asoziales Element. Ich habe gar nicht. Ich habe gesagt, wenn du das so sehen willst, ich habe eine gewisse Basis von Meditation gehabt. Ne? Meditation. Ach, Meditation. Hätte ja auch sein können. Also. Noch eine Valium drin gehabt und dann macht sie nichts mehr aus. Ne? Harald. Es zeigt, es zeigt nur vieles über dich. Ne? Was du den anderen unterjubelst, ne, sind die Dinge, die man selber auch macht. Ne? Nein, ich hatte eine sehr gute Basis, ne, an Meditation und gewisse Ruhe. Ne? Ich habe schon gesagt, wenn du das so sehen willst, ne, ich kann deine Meinung nicht ändern. 7 Jahre später kam ich zurück als Mönch. Danke. Hat er angefangen zu kritisieren? Das zu kritisieren. Das zu kritisieren. Das zu kritisieren. Das zu kritisieren. Ich habe ihn nur angeschaut und angelächelt. Er wusste, dass ich mich neben Frauen setzen darf. Also hat er mir Platz neben Frauen angeboten. Nämlich von anderen Platz. Das hat er gemacht. Er hat nichts gefunden, wo er mich schießen kann. Er hat keinen wunden Punkt gefunden. Und das hat er mir dann nach dem Ende meines Besuchs gesagt. Bruder. Interessant, ne? Und da hat er geweint. Das war auch das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ein Jahr später, oder 2 Jahre später ist sie gestorben. Ein Jahr später. Also vollkommen Frieden. Ne? Der hat dann, weißt du, der hat dann gesagt, ne? Der war dann vollkommen damit überein, das, was du machst, und das ist vollkommen richtig. Das respektiere ich mehr als mein eigenes Leben. Aber nicht damit, indem ich ihn davon überzeugt habe. Ich habe ihn überzeugt durch mein Beispiel.
Ich habe ihn nicht überzeugt mit Worten, weil den kannst du, den Vater kannst du nicht mit Worten überzeugen. Das geht. Der hat solche scharfen Augen gehabt, der hat alles, ne? Der hat jeden wunden Punkt gesehen. In seinen Kindern, das war ja, gut, ein gutes, lehrreiches Beispiel. Aber auch in der Fabrik, ne? Weißt du, du musst eine Fabrik eine andere Fabrik übernehmen, ne? Und wir sind im Rundgang. Ich habe keinen Rundgang gemacht, 2 Stunden. Und dann hat er sofort die wunden Punkte der Fabrik gesehen. Das muss verbessert werden, das ist nicht gut. Das läuft nicht. Ja. In dem Moment, wo das alles verbessert worden ist, lief die Fabrik wieder. Das ist eine Fähigkeit, ne? Das ist ganz schwer, ne? Die findest du nicht sehr. Einfach nur durch das Sehen, ne? Du siehst, was du schaust, was du siehst, wie was funktioniert. In dem Moment, wo du einem was anschaust, ne, siehst du sofort, wie was funktioniert. Oder du siehst, wo der Sand da im Getriebe ist. Das ist eine Fähigkeit, ne? Wenn du die ins Dammer umwendest, das nächste Mal, wenn dein Vater wiedergeboren wird, und das ins Dammer umwendest, dann ist das Wort frei. Dann hat keine Schwierigkeiten damit. Das ist nämlich genau das, was wir dann als Weisheit bezeichnen. Ne? Dinge zu sehen, Dinge sofort, ne, in dem Moment, wo man sie sehen, beobachten, sofort verstehen, wie die funktionieren. Ne? Und dann kann man sofort korrigieren. Ne? Hat er nicht gesagt, du hast es falsch gemacht. Nein, das muss korrigiert werden. Das ist falsch, das war falsch. Und dann können wir uns dasselbe Fähigkeit auf uns anwenden. Sehen bei uns, was bei uns falsch läuft und sofort korrigieren. Ja, und dann haben wir doch keine Probleme damit. Man kann die Eltern nicht überzeugen, man kann die anderen Menschen nicht überzeugen, dass ich gut bin. Ne? Ich kann euch davon nicht überzeugen, dass ich gut bin. Ich kann nur ein gutes Beispiel sein. Und dann könnt ihr euch das anschauen und dann könnt ihr eure eigene Meinung machen, ob ich gut bin oder nicht. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich gut, na okay, dann zeigt mir ein bisschen Respekt oder dann habt ihr ein bisschen Respekt für mich. Oder habt ein bisschen Dankbarkeit für mich. Und das ist euer Bier, das hat mit mir nichts zu tun. Ja. Ich muss nichts darstellen. Ich muss nichts verkaufen, ich muss mich nicht verkaufen. Ich muss jetzt nicht darstellen, dass ich ein Heiliger bin. Oder dass ich ein besonders guter Lehrer bin. Oder ja, gar nichts muss ich darstellen. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ist das nicht wunderbar? Und wenn jemand kommt und anfängt, mich zu kritisieren, ne? Ja, dann höre ich mir das an. Und wenn es stimmt, was er sagt, ne? Ja, dann muss ich ihm doch zustimmen. So wie wir das von Harald kam und sagt, das ist nicht gut, ne? Und dann sagt er, dann ist okay, gesagt. Ja, stimmt, ne? Nur anderen sage ich ständig und selber halte ich mich nicht dran. Ist doch vollkommen okay. Und dann habe ich dann auch aufgehört, ne? Oder? Ja. Ich habe nicht gesagt, aber ich bin doch hier der Lehrer. Und das, was ich mache, das geht dich doch gar nichts an. Nee. Schwierig. Nee, brauchst gar nichts, ne, Diane, ne, brauchst gar nichts zu sagen, sondern du gehst nur hin, wenn du merkst, dass zwei Frauen unterhalten sich ständig, gehst in ihre Nähe, ne, und machst. Nö, ich finde es jetzt als meine persönliche Aufgabe. Das erinnert mich an eins, was du gesagt hast, ne? Das Zuhören. Ne? Natürlich, in dem Moment, ne, wo es Thai ist, ist es relativ einfach wegzuhören.
In dem Moment, wo das Deutsch oder Englisch ist, ja, ein paar Worte, ne? Sofort. Ne? Das ist fast noch schwieriger, als wenn man es durchgehend versteht. Ja. Weil dann irgendwie so ein Knobelteil. Und das ist das. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, na, da kannst du fangen. Ne? Da kannst du wirklich sehen, wie diese Assoziation da bildet wird. Die versucht ein Wort, ne, die kriegt immer nur Fragmente der Sprache mit. Und dann versucht es dann Sinn rauszubilden. Und dann siehst du, wie das rattert. Und das Wort, es ist ja nicht nur in dem Fall, sondern es rattert ja, wenn du was Neues siehst, genau. Du hast etwas noch nie gesehen. Und dann fängt es genau dasselbe an. Es rattert, bis es die Meinung hat. Und wenn es die Meinung hat, dann ist es zufrieden. Egal, ob die Meinung oder die Assoziation richtig ist oder falsch ist. Das interessiert nicht. Hauptsache, du hast eine Assoziation. Und da ist es natürlich schwierig und deswegen ist es auch nicht richtig, ne, dass da gesprochen wird. Ne? Aber ich habe es ja auch, es war ja auch sehr interessant. Ich habe ja eine Stunde mit Ihnen gemacht, also diesen Kampf, ja, zwischen Dingeswissen und zusammenbasteln und wieder zurück zur Atmung. Und es war beeindruckend, was es für Unruhe in mir ausgelöst hat und wie viel Energie das gezogen hat. Das war sehr beeindruckend. Und das passiert ständig, das ist ständig im Laufen. Ne? Nur, dass du das da meistens in den meisten Fällen gar nicht mitkriegst. Weil das im Untergrund abläuft. Ne? Aber da wolltest du dich eben konzentrieren aufs Butto und dann merkst du, es kriegst du es plötzlich mit. Ne? Auf die Atmung. Ne? Und dann kriegst du es plötzlich mit. Ne? Das Beste, was ihr euch antrainieren könnt. Und natürlich ist, weißt du, ich sag dir Dinge, ne? Man muss ja nur auf dem Buddha bleiben. Das mag Jahre dauern, bis wir diese Geschicklichkeit entwickelt haben, darauf bleiben zu können. Es liegt nur an unserer Ausdauer und Durchhaltevermögen, dieses Geschick zu entwickeln. Und dasselbe, was ich euch ans Herz lege, deswegen gebe ich euch gerne die Vorträge. Bei den Vorträgen, die sind ja auf Deutsch und die sind auf Englisch, nicht darauf zu lauschen, was ich sage, sondern darauf zu lauschen, wo es entsteht. Diesen ganzen Kampf, den du gestern eine Stunde lang ausgefochten hast, sein zu lassen, hinter dir lassen zu können und einfach nur zu sehen. Und ich denke, du hättest, wenn du das fertiggebracht hättest, hättest du alles verstanden, was ich mit Kaya gesprochen hätte. Ohne das überhaupt zu wissen, dass du es verstanden hast. Also, was mir schon widerfahren ist, dass gesprochen wurde, dass ich mich auch sozusagen intellektuell beschäftigt habe, mich von der Übung weggebracht habe. Aber dass ich das Spiel zur Atmung zurück gemacht habe, in der Atmung war, und dass es dann auch eine Gleichrangigkeit zum Hahngeschrei gehabt hat. Das fand ich schon gut. Okay. Ja, und dann machst du das häufiger und dann wirst du immer besser. Aber wie gesagt, ne, was ich euch. Natürlich, ihr könnt euch die Vorträge anhören, wenn euch das interessiert. Ne? So wie euch jetzt die Vorträge anhören. Ihr könnt aber euch die Vorträge anhören mit den Augen geschlossen und euch darauf aufs Chitta konzentrieren, um zu sehen, wie jedes Wort da in eurem eigenen Chitta entsteht. Warum euch das ans Herz lege? Im Chitta entsteht. Und im Chitta ist die Sprache, die alle Wesen in allen Daseinsebenen verstehen. Es ist die Sprache der Intention. Es ist nicht Sprache der Worte. Und dann wirst du. Ja. Es ist nicht einfach, das zu verstehen, weißt du, was ich sage. Manchmal muss ich,
wie ein Diamant, ne? Ich zeige euch einen Diamant und ihr wisst, was ein Diamant ist, ne? Was ich, wenn ich aber euch den Diamant nicht zeigen kann, dann kann ich immer nur eine Facette beschreiben. Je mehr Facetten ich natürlich beschreibe, umso ein vollständigeres Bild habt ihr von dem, was ich sage. Aber selbst dieses vollständige Bild ist nicht der Diamant. Es ist, und es ist was ganz Hochinteressantes, und es ist was ganz Wertvolles. Diese Sprache des Herzens, und so wird es benannt, und das werdet ihr auch gleich in einem roten Büchlein finden. Ne? Ich glaube, das ist da auch irgendwo beschrieben, ne? Sprache des Herzens. Die ist für alle Wesen, sei es jetzt Tiere, sei es Menschen, sei es himmlische Wesen oder Wesen in den unteren Meeren. Ist es dieselbe Sprache. Die Sprache des, und deswegen bezeichnet das Lumpumann als die Sprache des Herzens. Deswegen konnte Lumpu kaum mit Elefanten sprechen. Ja, wenn ich die Sprache bin. Und was ganz Interessantes, was ganz Hochinteressantes, wenn ihr das entwickelt, und ich sage nicht, dass das leicht zu entwickeln ist, das ist genauso schwierig zu entwickeln wie das Buddha. Das heißt nicht, das kommt von heute auf morgen. Wir müssen immer wieder dranbleiben. Wenn er dann mal, und dann wird es ganz hochinteressant, wenn ihr mit euren Eltern zusammen, und das hatte ich nämlich entwickelt, bevor ich mit meinem Vater gesprochen habe, bevor ich dann als Mensch geworden bin. Das war eine der ersten Übungen, die ich gemacht habe. Einfach weil mein erster Lehrmeister mich darauf hingewiesen hat. Das ist sehr interessant, muss man schauen, was das ist. Und dann habe ich das angewendet. Habe ich das angewendet auf persönliche Gespräche. Habe ich nicht mehr drauf gelauscht, was er gesagt hat, sondern ich habe nur einfach auf seine Intentionen, auf das, was er sagen wollte. Und es waren vollkommen verschiedene Welten. Ich dachte, was ist denn da los? Der sagt was und meint was vollkommen anderes. Und dann lauscht man seinen Eltern mal zu, ne? Wenn man dann wieder bei seinem alten Vater ist, ne? Der einen kritisiert. Und dann schaut man doch einfach mal, was will man denn eigentlich mitteilen? Und dann hat es überhaupt nichts damit zu tun. Der kritisiert dich nämlich gar nicht. Und wenn ich nicht falsch liege, ne, dann will er nur einfach, dass du ein bisschen Respekt erreichst. Dass du ein bisschen Achtung erreichst. Das sagt er dir dann. Es geht überhaupt nicht über das, was du machst. Darum geht es gar nicht. Er will ein bisschen Liebe und ein bisschen Achtung von dir. Weil er dich erzogen hat. Zu 85% bin ich mir sicher, dass das ist. Und wenn du damit laufst, musst du es mitkriegen. Das, was du sagst, ist richtig. Das, was ich liebe und was ich liebe, gebe ich dir das auch. Aber es gibt den Begriff so aus der Psychologie. Der andere ist für mich keine Kristallkugel, in der ich versuche, dich zu lesen, wer er ist. Ich versuche, die äußere Form als wahre Münze und Wirklichkeit zu nehmen und zu sehen, wo ich auch spüre, dass dahinter noch eine andere ist. Okay. Das ist derzeit mein Stand. Ja. Und deswegen lade ich dich einfach nur ein. Ne? Okay, ich verstehe das, was du meinst. Ja. Und dann müsst du nämlich dich auch verstehen, warum du plötzlich Dinge sagst, ne, die du gar nicht meinst. Ah. Das ist ja nicht nur, dass wir den anderen verstehen, sondern wir verstehen uns selber. Worauf wir, das hat ja so viele Facetten, ne? Wenn ich euch so eine Methode beschreibe, dann hat es ja so viele gewisse, verschiedene Auswirkungen auf unser Leben. Das eine ist, dass man den anderen mal versteht, was er wirklich meint, was seine Intentionen sind. Wir streiten uns, die meiste Zeit streiten wir uns über Worte. Aber das, was unten drunter als Streitpunkt ist, ne, das wird nie zutage. Das kommt nie zutage.
Trotzdem wissen das beide Parteien. Aber der Streit geht auf der Ebene der Worte. Und deswegen verstehen wir uns nicht. Wenn der eine nicht irgendwann mal nachgibt. Wenn du Kinder hast, dann hast du auch eine Frau gehabt, dann hast du eine Ehe gehabt, dann hast du einen Vater gehabt. Ja. Aber habe mich auch um Erziehung und alles gekümmert, habe meine Mutter gepflegt, bis sie in meinen Armen gestorben ist. Also ich bin jetzt nicht nur der, aber ich bin so ein Freiheitsunabhängigkeitsgeist. Ja, natürlich, das ist doch gar nicht, ich sag dir so nur, ne? Da kommen viele, viele Dinge, ne? Wenn wir so eine Methode anwenden, dann werden uns viele Dinge viel, viel klar. Das, was wir machen, das, was andere machen, das, was wir meinen, wir kommen nämlich auf die Ebene unserer wirklichen Absichten. Und Absichten ist das, was Karma kreiert. Wir verstehen die Absicht des anderen, weil wir die Ebene, die Symbole, und unsere Worte sind immer Symbole, verlassen und auf die Ebene der Absichten gehen. Und wenn wir das beim anderen können, dann können wir es bei uns selber. Und dann wird es interessant, dann wird es hochinteressant. Dann merken wir nämlich, wir machen so viel Scheiß. Wir sagen so viele Dinge, die wir im Grunde genommen gar nicht meinen oder aus Gründen, die mit dem, was wir sagen, überhaupt nichts zu tun haben. Absolut nichts zu tun haben. Nur um den anderen herauszufordern, weil wir denken, wenn wir das sagen, dann kommt etwas, was wir brauchen. Wir lernen uns selber zu verstehen. Das Interessante ist, ne? Warum verstehe ich euch? Weil ich mich verstehe. Wenn ich mich nicht selber verstehe, kann ich euch auch nicht verstehen. Weil das Prinzip der Uhr, wie so schön sagt, ist immer dasselbe Prinzip. Verstehst du das Prinzip der Uhr, verstehst du dich, verstehst du anderes. Verstehst du dich nicht, verstehst, kannst du andere auch nicht verstehen. Und wenn du Probleme hast, andere zu verstehen, dann weißt du verstehst dich selber nicht. Du weißt ja selber nicht, warum du so reagierst. Hochinteressant. So.